Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde. Willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. Ein herrliches Amphitheater, geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Wie Sie sehen, ist die Partie bereits angepfiffen worden. Kommen Sie, eine Frage muss ich dir stellen. Wer ist für dich der Schlüsselspieler? Also das ist ohne jede Frage Johan Cruyff, der Mann, dem dieser wunderbare Sport, der Fußball, so viel zu verdanken hat. Der Name Cruyff ist gleichbedeutend mit Nutze die Chance. Jetzt muss er flanken. Das ist Mbappé. Spielverlagerung auf die linke Seite. Spielt ab. Cristiano Ronaldo mit der Chance. Das war doch eigentlich eine vielversprechende Situation. Die anderen waren doch da. Warum bindet er sie nicht ein? Lang nach vorn. Schlag vom Keeper. Chiellini spielt den Feuerwehrmann. Und da ist der Pass. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Bernardo Silva hat ja viele Qualitäten, aber das technisch noch sauber hinzubekommen, das war echt schwierig. Bernardos Riesenmöglichkeit. Schuss. Den Ball kontrollieren sie, aber besonders mutig oder überraschend sind ihre Aktionen nicht. Ganz ordentliche Chance, nur der Ball hat es nicht zum Kollegen geschafft. Vielleicht ist das die Anweisung des Trainers. Versucht es durch die Mitte. Ich kann mir vorstellen, dass sie bald wieder ein bisschen mehr über Flügelspiel nachdenken. De Bruyne mit dem Ball in den Strafraum. Das ist Mbappé. Ein klasse Zuspiel. Cristiano Ronaldo mit der Chance. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Kommt der an? Er könnte zum Tor ziehen. Ach bitte, so doch nicht. Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Die Gefahr ist fürs Erste vorbei. Eckball. Stark angesetzt zum Kopfball. Das ist ein Eigentor. Schade, so ein Tor zu kassieren ist wirklich bitter. Ab und zu passiert es eben. Eine Verkettung unglücklicher Umstände schafft glückliche Momente. Wer in einem Spiel wie diesem die Nase vorn hat, das wird ja oft durch Kleinigkeiten entschieden und dann passiert ausgerechnet sowas, Ausfall der Navigationssysteme. Ball ist über der Torauslinie, das gibt Abstoß. Und damit ist es fürs Erste vorbei. Alaba. Mit dem guten Ball da auf dem Flügel. Da verheddert er sich. Cristiano Ronaldo. Freistoß für die Rangers. Man weiß, was er bei Freistößen aus dieser Entfernung drauf hat. Ich glaube, das wird jetzt richtig gefährlich. Er hat die nötige Schusstechnik, er hat die nötige Präzision. Er ist einer, der den Ball in aller Regel dahin legt, wo er ihn hinhaben möchte.
Memphis Depay. Da hat nicht wirklich viel gefehlt. Er geht auf Nummer sicher. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Sergio Ramos. Bernardo Silva. Memphis Depay. Er treibt den Ball durch. Messi. Pogba. Piqué gewinnt den Ball für sein Team zurück. Sie lassen mal nichts angehen. Wer den Ball kontrolliert. Mbappé! Und über die Seite kommt der an. Da ist die Chance. Das ist das Ende der ersten Hälfte. Wir haben einige Tore gesehen und wir haben eine Mannschaft gesehen, die jetzt im zweiten Durchgang aber mal so richtig gefordert ist. Sie liegen mit einem Tor vorn. Wir können also gespannt sein, was die zweite Hälfte noch für uns bereithält. Hälfte 2 ist eröffnet. Der Rangers FC muss sich jetzt natürlich entscheiden, nachlegen und auf die Entscheidung drängen. Und Mbappé! Alaba, clever gespielt. Cristiano Ronaldo, Messi. Ab nach vorn und hoffen. Und das Ding abgefangen. Cristiano Ronaldo. Bekommt er den? Den hat er ganz genau geschnuppert. Hauptsache erstmal in Scherz. De Ligt. Schönes Ding. Treffer! Sehr viel besser kann man in eine zweite Hälfte nicht starten. Einfach und erfolgreich. Jeder Abwehrspieler auf dem Erdball weiß, was das hier für ein gefährlicher Spieler ist. Nur die, die da unten zuschauen, die haben das offensichtlich nicht mitbekommen. Freistoß für die Rangers. Was für eine Riesengelegenheit. Ich bin mir nicht sicher, ob man das aus dieser Distanz direkt versuchen sollte. Vielleicht wäre er besser beraten, es mit einer Reingabe zu versuchen.
Memphis Depay. Benzema will hier scheinbar unter Beweis stellen, dass er mehr kann als nur Tore schießen. Das macht ihn so wertvoll. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Er geht die Weiten, er geht auch die schmerzhaften Wege zurück in die eigene Abwehr. Benzema. Ein Lupfer, ja, warum denn nicht? Das sieht gut aus. Cristiano Ronaldo. Ja, kommt er da durch? Der pumpt ihn einfach hin drauf. Und der Fernschuss. Raus auf die linke Bahn. Bernardo Silva. Und vorbei. Da ist die 1. Super Tor. Und sie liegen wieder vor. Natürlich lässt er sich so eine Chance nicht entgehen. Ein Blick auf seine Trefferquote reicht, um zu wissen, wenn dieser Mann die Chance bekommt, dann knipst er. Beide Teams wechseln. Jetzt sind sie vorne. So kennt man ihn. Das ist ein Vollstrecker vor dem Herren. Das ist mit. Er trifft ihn. De Ligt. Mit gutem Stellungsspiel. Oh, das kann ins Auge gehen. Ui, das ist eine Chance. Verliert den festen Stand. Jetzt der Abschluss. Lang und weit nach vorne. Chiellini. Blind. Der kennt dann nichts und geht voll rein. Wenn der durchgekommen wäre, dann hätte was draus werden können. Sie versuchen es mit dem Pass durch die Mitte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das richtige Rezept ist. Einfache, aber sinnvolle Rettungstat. Chiellini. Alaba. Cristiano Ronaldo zeigt in dieser Situation, wie gut er auch den Freistoß für die Rangers. Olympique Lyon. Schon mit zweimal gelb. Sergio Ramos. Hier ist Messi. Toll gelöst. Freistoß für die Rangers. Eine weitere Möglichkeit aus einer Standardsituation heraus. Raus aus der Gefahrenzone.
Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Ab auf die linke Seite. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen, vielleicht noch den Ausgleich zu machen. Egal, wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Matic, schneller. Anbrennen lässt der hier nichts. Matic. Perfekt antizipiert. Kompromisslos weggeschlagen. Und langsam wird es zeitlich eng. Sie liegen hinten und sie müssen was machen. Ein verschenkter Einwurf. Johann Cruyff. Ja, das war faul. Ganz klar, Freistoß. Die Glasgow Rangers. Schon mit zweimal Gelb. Messi. Ein sehr kluger Pass. Ein Blick auf die Uhr und Sie wissen, wir haben nicht mehr lange Zeit. Aber vielleicht geht ja noch was. Und er läuft in die Abseitsfalle. Beide bringen neues, frisches Personal. Mbappé! Da haut er ihn einfach weg. Cristiano Ronaldo mit der Chance. Schießt ihn aufs Tor. Er will lupfen, aber das klappt für mich. Ja, auf diese Idee kannst du mit einer gewissen Spielintelligenz schon mal kommen, aber du solltest das dann etwas kunstvoller ausführen. Der kommt an. Mbappé hat die Chance. Er ist vor und den fünf Freunde. Was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Sie spielen sich schon in einen kleinen Rausch. Ein Komplettpaket. Leichtfüßig, zielstrebig und Abschlussstopp. Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. Eine absolut fantastische Vorstellung war das heute. Trainer und Fans werden mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Hansi, was hältst du von dieser Partie, die wir gerade gesehen haben?